Meisterschiff. Hallo? Entschuldigen Sie? Ja, hallo? Hallo, suchen Sie zufällig noch jemanden, der Erfahrung darin hat, moosbedeckte Planken zu polieren? Also, wir haben hier sehr viele moosbedeckte Planken. Die sind auch richtig prall und stramm und müssen unbedingt abgeschubbert werden. Das klingt ja super. Ich komm mal hoch. Ich bin nämlich hier rückwärts aus Oldenburg mit einem Bus ohne Reifen hergeschwommen und das ist echt anstrengend. Wie viele Stunden waren Sie denn da unterwegs? Oh, so 4 Stunden. Ich habe schon einen Sonnenbrand am Steißbein. Ich komme aus Luststadt, nur damit Sie Bescheid wissen. Ah, ist doch direkt um die Ecke. Ich bin mit einem geplatzten Pornomodel hierher geschwommen. Zum Glück hat die so viel Luft in den Hupen gehabt. Ja, das kenne ich, du. Ich war da mal mit dem Fahrrad unterwegs, da ist mir bei Bad Salzuflen in die Kette abgesprungen, ne? Ja. Okay. Bad Salzuflen, Alter. Ja, da ist mir auch schon die Kette mal weggesprungen. Ja, jedem springt's da die Kette weg. Er ist bekannt dafür, dass da das Kettenfett... In der Gegend, ja, das geht gar nicht anders. Ich bin da verhungern, ne? Guck mal, links in die Kiste neben dem Grill, da war Essen drin eigentlich. Gut, da kann ich auch noch einen gebratenen Wahoo reinpacken, den ich gerade... So einen heißen Wahoo bräuchte ich jetzt, ja. Einen heißen Wahoo. Einen heißen Huso. Einen schönen heißen Huron. Ich brauche einen heißen Huron hier drüben. Einen heißen Huron. Ey, wir haben, glaube ich, auch noch voll viel. Kann sein, dass da noch voll viel in dem Koffer drin ist von dem Boot, ne? Was wir erstmal rausholen müssen von der letzten Tour. Kann sein, klar, das ist doch noch richtig viel Zeug. Ich habe mich dann um Wasser gekümmert, wir wären sonst gestorben. Habe ich mir einfach gedacht, ja, machst du mal hier die Nummer mit dem Wasser, ne? Machst du mal die? Sonst wären wir nämlich sonst gestorben. Ach, Quatsch. Markierungsflagge. Ein Schreibtisch. Da können wir nämlich unsere letzten Worte... Ein Metallregal wird zum Lagern von Altmetall verwendet. Oh, sieht eigentlich voll hot aus. Wir müssen halt mal hier alles ein bisschen erweitern. Ach so, so ein Metalllager. Ja, klar. Wir leben halt immer noch auf engstem Raum. Dafür brauchen wir halt viel Wood. Wir haben nichts an Wood. Dann mach doch mal einen ordentlichen Woody. Und wir müssen irgendwie vielleicht eine Etage bauen. Dass wir einfach sagen, ja, wird Zeit, dass wir mal nach oben vielleicht gehen. Vielleicht mit Metall auch mal bauen, weil also die zweite Etage, weil das einfach billiger ist. Ja. Also, du bist halt wieder vermögenlos, ne? Und ich hab das nicht. Du, ja, ich, nö. Und hier ist noch Pilz, das nehme ich noch mit. Pilz. Du bist allgemein bekannt für deinen extrem exzessiven Reichtum, den du frönst. Ja, gut, das weiß die Welt, ne? Kreis, der lässt die Korken knallen, da kennen sich die Leute aus, das wissen die. Aber das ist Boden. Aber den kann ich ja nicht. Wie macht man denn? Metalldach. Kann man keine zweite Ebene bauen? Das muss doch gehen. Weiß ich nicht, irgendwie eine Treppe? Ja, nur mit Pfeiler gebaut werden. Ach so, okay. Pfeiler und du kannst so Leitern, auch nur so gerade Leitern irgendwie. Treppen an sich habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß halt nicht, es gibt natürlich auch noch Baupläne irgendwo versteckt hier überall, ne? Ja, klar, du kannst immer noch Baupläne finden. Ja, das Boot ist auf jeden Fall leergeräumt. Wir können halt unseren Konstruktorator noch verkonstrukturen. Ach so, ja, stimmt. Den Konstruktorator können wir natürlich auch noch ein bisschen aufpimpen. Läufst du eigentlich nackt durch die Gegend? Nee, du hast ein extrem hässliches Outfit. Ich habe eine schöne Hose und also ich fühle mich so, ich fühle mich schön. Ich fühle mich richtig. Ich fühle mich richtig. Ich hätte gerne mal so einen kleinen Unterwasserscooter. Das wäre halt auch mal eine feine Sache. Schön mit dem Scooter ein bisschen abdolfen. Habe ich auch richtig Bock drauf. Mal den geölten Delfin zu machen. Und wir wollen halt auch viel mehr Glas. Das ist auch wichtig. Ja. Wir brauchen viel mehr Glas, wenn wir diese komische Idee vom Glass Tower machen wollen. Gummi, Holz, Schrott und Komponenten bräuchten wir, ne? Komponenten. Holz, Schrott. Gummi, Holz, Schrott. Ne, ich brauche Gummi noch. Haben wir Gummi irgendwo? Gummi ist hier in der Kiste, ist drin. Warte, kannst gleich ran. Hier ist Gummi drin. Hier ist richtig dick Gummi. Hast du alles aus dem... Boot rausgeholt. Aus dem Boot habe ich alles rausgeholt, aber das ist nur 6 Gummi. Ich glaube, das reicht nicht. Ja, aber ihr habt auch so viel Gummi. Wo ist das alles hin? Wir brauchen mehr Gummi. Ach. Ich weiß nicht, ich habe ja auch keine extra Gummikiste oder so jetzt, ne? Ja, unter den Umständen können wir nur eins machen. Es wäre halt auch mal ganz gut, wenn wir den Metallspeer hätten. Ich glaube, der wäre ganz nice. Oh, hier ist Gummi. Hier ist Gummi, Alter. Aha.
Boom. Alter! Junge, Stufe 2 geht ja richtig ab. Was kommt da? Waffen? Boah, Junge. Kommt da richtig dicke Waffen und so ein Zeug? Weiß nicht, da ist ja alles dabei. Leuchtraketen, Lufttank, Rucksack, Eisenhelm, Kampfrüstung, Dreifachlaufpistole, ein Olotow-Cocktail. Alter, ein Olotow? Ein Olotow. Richtig echt. Das ist doch so einer, den du mit deinem Oberlippenbart anzündest, ne? Ja, genau. Nicht ein schöner Olotow. Oh Mann. Wir müssen looten, wir haben einfach zu wenig Loot. Guck mal, ich hole hier gerade noch ein bisschen Komponente, Stoff, Schrott, einfach mal aus, so das alles, was so um die Insel herum liegt, einfach mal alles holen. Na gut, aber brauchen wir nicht letztendlich jede Menge Holz auch? Ja, da liegt ja auch Holz rum. Hier, wenn du die Kleiderschränke da unten zerlegst, hast du ja auch richtig dick Holz. Also eine Taucherausrüstung wäre geil. Ja, was kostet die? Was löhnt die? Boah, weiß ich nicht. Musst du schon ein bisschen reinhauen, ne? Mach mal ein Metallspeer, damit wir einfach besser raiden können. Also ich hab doch eine Armbrust, dazu brauche ich einen Speer. Hat die unendlich Munition? Nein, aber ich kann ja Munition machen. Ja, aber so ein Speer ist schon praktisch, der macht richtig Damage. Wie oft setzen wir den Speer ein? Der ist eigentlich so ein Dauerwerkzeug. Also ich finde schon, dass wir einen Metallspeer brauchen. Und der ist jetzt bestimmt nicht so teuer, weil der ist ja Stufe 1. Oh ne, Holz brauchen wir richtig. Sind noch richtig dick Kisten. Wir werden richtig viel Holz brauchen. Ich hab Holz. Ja, aber wir brauchen mehr. Was brauchen wir denn, das ganze Holz? Naja, um einmal hier die ganze Insel quasi mit Fundament zu belegen. Und wir können doch auch irgendwie hochbauen. Mit Leitern kannst du weiter oben bauen dann. Okay, was kostet der Metallspeer? Kann ich den jetzt noch lernen? Ja. Haben wir Schwarzpulver eigentlich? Oder können wir es irgendwie her? Metallspeer ist geforscht. Kann man den denn bauen, den Speer? Ah, hier unten. Klebeband und Komponente brauche ich dafür. Gibt es was? Klebeband. Ja, ich brauche noch Komponente. Haben wir keine mehr? Doch, hier. Aber wir haben auch nicht mehr so viele. Wir müssen unbedingt plündern gehen. Wir müssen richtig hart abplündern. Wie kann man denn Schwarzpulver herstellen? Das muss man erst... Ja, bestimmt an irgendeinem Chemielabor oder sowas. Warte mal, Schwefel, Holzkohle erstmal zum Erforschen. Also Schwefel und Holzkohle zum Erforschen. Wie kann man denn Sachen wegwerfen? Man Sachen gar nicht wegwerfen doch jetzt. So, also ich bin der Meinung, wir sollten einfach in die Welt ziehen und erstmal gucken, dass wir irgendwie da draußen alles weglümmeln, was man weglümmeln kann. Ja, wir können gleich loslümmeln. Ich wollte mir noch eben hier so einen Sprengsatz bauen, kurz. Improvisierten. Wie geht denn das eigentlich? Schrottmetall und Seile bräuchte ich noch. Seile, wir haben super viel Stoff, also muss ja eigentlich was gehen. Ja, ich habe auch hier Seile noch ganz viele gebaut irgendwann mal. Ich mache erstmal eine schöne heiße Kartoffel. Piraten hassen diesen Trick. Piraten hassen heiße Kartoffeln. Das ist echt bekannt, ne? Klar, in jedem Piratenbuch liest du es als erstes. Piraten hassen heiße Kartoffeln. Würde ich sagen, gehen wir halt irgendwo hin und gehen den Leuten da richtig auf die Nerven. Ja, ich pack aber... Oh. Vorher Zeug wegpacken, dass das Inventar schön frei ist. Ja, ich bin ready. Ja, ich bin eigentlich auch ganz gut dabei, ne? Jetzt haben wir uns mal hier... Bis meine Kartoffel schön durchgeburnt ist und dann...
Abflug. Achso, oh ja, Essen mitnehmen. Ah, dass man immer nur eine Sache auf diesen riesigen Grill legen kann. Ich meine, da passt ja locker. Es gibt ja einen anderen Grill drauf. Ja, aber es gibt, dafür musst du dann den neuen Grill bauen. Warum dauert das so lange? Die Kartoffel, die ist danach wieder total verkohlt. Ist ja, mal, ja, guck dir das an, wer will denn das Ding noch essen? Guck dir mal jetzt diesen Batzen Kohle an. als würdest du irgendwie einen Sand in den Mund klöppeln. Guck hier. Willst du die noch essen? Ach, ja klar, Alter. Wenn ihr Hot Summer ist. Dann kannst du jemanden mit totschlagen. Kannst du die Piraten mit abwerfen. So, kommen sie. Hier hinten ist das Boot auf der anderen Seite der Insel. Hinterm Berg. Hinterm Berg, da steht ein Zwerg. Hinterm Berg, du bist unser Boot. Da steht ein Zwerg auf dem Berg, tief im Wald. Da steht ein Zwerg auf dem Berg, tief im Wald. Da steht der Zwerg, da steht der Zwerg. Oh, was ist das denn? Das ist etwas, was ihr sicherlich alle kennt. Da steht ein Krankenhausbett mit einem tattrigen Kreis, mit einem Schlauch in dem Hals, tief im Wald. Oh Mann, das Ding lässt sich aber auch nur ganz bedürftig wenden. So, wohin? Da warte mal, Kampfmusik. Warum ist hier Kampfmusik? Werden wir geradet? Gehen wir gucken. Ich glaube, da ist was explodiert, oder? Ist da was explodiert? Ja, wir werden geradet. Oh nein. Du hast einen Reparaturhammer im Notfall, ne? Du kannst reparieren. Du bist der Mann, der... Ja, ich bin aber aus Versehen auf einem Boot, aber... Hier, ich bin schon voll im Falz. So ein Trockener. Oh Gott. Wow, hinter mir ist noch so ein Trockener. Sind die Ledrigen wieder unterwegs? Wo kommen die überhaupt her? Keine Ahnung, irgendwie so aus dem Wasser. Hast du schon, da kommen hier noch mehr. Kommt noch einer. Ups, Alter, Headshot. Wir brauchen irgendwie so selbstverteidigende Anlagen. Warte mal, die haben hier noch Essen verloren. Das kann ich mal alles hier reinlegen. Ich hab dem einen noch einen Pilz runtergeschabt. Von der Pobake. Von der Sohle so einen Pilz runtergekratzt. Was ist das? Das ist so richtig würzig. Das ist ein Mutantensohlenpilz. Schöner Mutantensohlenpilz. Die verfaulen jetzt hier in der Sonne, ne? Und dann machen wir uns Dörrfleisch daraus. Obwohl, die sind so verdörrt, die können wir direkt naschen eigentlich, ne? Da kriegst du aber auch nicht mehr viel weg, Alter. Das ist auch nur noch für den Geschmack. Das ist, der haust ja auf der Felge direkt. Jemand ist besetzt. Ich will nicht in die Kiste. Nein, du schubst mich weg. Ich will nicht Schubboot. Ich will den anderen Sitz da. Auf zu neuen Landen. Willst du darüber, wo diese Shelter sind? Ja, schon letzte Folge hin. Sieht schon hardcore aus da drüben. Ja, aber irgendwie sind wir ja dann in der Unterwasserwelt wieder gewesen. Ja, aber dann irgendwie, da war so ein Container unten drin. Dieses Kraftwerk, was wir da geplündert haben. Das war auch ja nicht schlecht. Ja. Das Ding ist, wir löschen zwar immer die Feinde aus, aber dadurch werden die böse und dann raiden die uns. Aber die werden so oder so böse. Die gestrandete Insel. Was ist das da vorne eigentlich? Guck mal, das ist ja nochmal eine richtig schöne Insel. Links. Ja, mit Bäumen und so, ne? Ja, kann man direkt ruinieren. Können wir direkt abreißen, die Scheiße. Direkt die Scheiße wegmachen. Richtig schön reinscheißen auf der Insel. Oh, aber ich habe das Gefühl, dass diese Shelter da oben, dass das, weiß ich nicht, dass das jemand verteidigt. Guck mal, da ist auch so eine Autobahnbrücke. Sieht aus wie Kolosseum. Ganz rausfinden. Lagerhaus. Uiuiui. Wer ist der Feind? Steht oben rechts. Der was? Ich kann es nicht lesen, weil da meine Aufnahmeding drüber ist. Erlösungsplan. Oh nein. Oh nein, bei mir ist es... Ich habe wieder zu oft Shift gedrückt. No. Was ist passiert? Ich wurde rausgeswarfelt. Warte. Ich bin wieder da. Alles gut. Alles gut. Boah, das sieht krass aus. Guck dir das an. Ja. Und unser Boot ist wahrscheinlich viel zu klein, um das alles zu looten. Wahrscheinlich, ja. Ich frage mich, welche Dimension das noch so annimmt hier. Weißt du, was ich meine? Naja, dass wir mit Helikoptern hinfliegen. Alter. Aber wie willst du denn... Alter, Hirnkorallen. Junge.
Was ist da, Bude, du? Ich hab nicht mal eine Pickaxe, falls wir irgendwann Schwefel wiederfinden sollten. Boah, was ist das denn hier? Chemiesubstanzen. Ein Schlitzrock, eine Skimaske. Klamotten nehme ich erstmal nicht mit. Okay, ich höre schon Musik. Hast du auch Musik? Ich höre Musik, ja. Und die wissen, dass wir hier sind. Du hast nämlich Tante Inges Schlitzrock angefasst. Oh, what? Das sind keine Mutanten. Das sind keine Mutanten. Die haben Gewehre. Oh mein Gott. Jetzt sag ich ja, dass das keine Mutanten sind. Das sind hier die Erlöser oder so. Oh, wow. Wie gehen wir es an? Du hast die Fernkampfwaffe. Ja, aber wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Hier oben auf dem Hügel. Da, wo die Patronen hinplaxen. Wow. Boah, ich habe eine Blutung. Muss mich hier bandagetten. Ich habe keine Bandagette. Hast du eine Bandagette? Ich habe jetzt spontan, glaube ich, keine. Warte, ich habe vielleicht ein bisschen Stoff gerade gelootet. Kann man die einfach so schnell zusammen machen? Ich habe Stoff dabei. Bandagen. Verband herstellen. Herstellen, wie kann ich das abwerfen? Keine Ahnung. Ziehen. T. O. Teilen. Hier. Zwei das Teilen. Ist für dich. Achso. Echt, du kannst mich heilen? Nein. Ich kann ihn nicht rauswerfen einfach. Dann können wir es irgendwie in eine Kiste legen. Ist ja noch eine Kiste oder sowas? Ins Boot, schnell ins Boot. Ins Boot, Boot, Boot. Okay. Okay, ich glaube, hier kommen wir später wieder, oder? Weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, mal irgendwas zu riskieren. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Muss ich halt mal anschießen. Ich bin beim Boot. Alter, wie übel, ne? Sag, wenn es drin ist. Ist drin. Kann ich ran, weil du dran bist. Ach so. Wie? Einfach weggehen. Ach so. Jetzt hat es eh aufgehört zu bluten aus irgendeinem Grund. Ich hab den Schuss einfach ausgespitzt. Boah, da wird's aber wahrscheinlich den Hardcore-Loot geben, ne? Ja, wahrscheinlich. Soll ich mal so... Wow! Alter. Ich hab Waffenteile gefunden und sowas. Boah, was war das denn? Ich hab eine Bombe geworfen. Das ist ja übel. Oh, ich habe Elektroteile. Hier ist der wildeste Loot überhaupt. Hier ist ein Bagger. Wo bist du denn? Und Gummi. Ich bin so an die Seite entlang, an dem Strommast. Wo bist du? Ja, ich komme zum Strommast. Leben da oben noch welche? Ich weiß nicht. Oh, ja, ja, ja. Er schießt auf mich. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn zweimal getroffen. Nein, er lebt noch. Ich bin tot. Boah, Alter. Er hat auch voll die dicke Rüstung und alles. Du hast ihn erwischt. Puh. Aber ich bin jetzt beim einfachen Bett, das ist ewig weit weg, ne? Bis ich darüber geschwommen bin. Obwohl es geht, ich sehe es da hinten. Ich komme! Oh, ich habe keine Ausdauer. Aua, ich bin runtergefallen. Du darfst jetzt nicht sterben. Ich hab Delfin-Gene, ich bin relativ schnell. Mein Problem ist, ich komme da nicht hoch, weil das irgendwie glitscht hier. Weil hier kein Platz ist. Das hat er sich nicht so klug überlegt. Gibt's noch eine andere Seite, wo man hoch kann? Also mit der Armbrust kriegst du ja relativ gut weg. Alter, wie tief geht's denn da runter? Was ist das da drüben? Also ich bin doch recht schnell da. Es geht eigentlich. Da oben steht auch eine fette Kiste und so. Und jetzt ist da ja auch die Leiche von dem... Na, vielleicht hat er auch eine Schusswaffe, die wir verwenden können. Von diesem Missetäter.
und Missy Missetäter. Was ist, wenn ich jetzt eine Bandage benutze eigentlich? Ist nur für Blutung. Nicht, das heilt nur Blutung. Also stillt nur die Blutung. Okay. Ach man, ich habe schon wieder zu oft geschiftet. Ätzend. Wenn da oben doch eine Kiste ist, wieso... Es wird dunkel. Wir waren noch nie beim Dunkeln unterwegs. Was passiert da wohl? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sehen die NPCs uns besser als wir sie. Naja, die haben ja eh Aimbots. Hast du ja gesehen, der hat ja richtig... Oh, Shaggy, der Mann. Ja, war Shaggy, ey. Leben da noch viele? Wahrscheinlich. Weil ich habe super viele Patronen gefunden und Waffenteile. Okay. Das bedeutet also, wenn die eine Waffe hätten, angenommen, ja, wir schon direkt Munition für das Baby. Ich bin da, ich bin auf der Insel. Und meine Leiche hat auch ein bisschen was zu essen, das werde ich gleich brauchen, denn ich bin ziemlich geschwächt. Wir haben halt nur kein Licht, ne, wenn es gleich dunkel wird. Frage ist halt, wie dunkel wird's? Es wird schon dunkel. Was bist du? Okay, ich dachte eben, ich hatte keinen Namen. Ja, du hörst das aber, wenn einer kommt, wegen der Musik dann immer. Ich kann mich nicht looten, weil ich... Man kommt da nicht dran, ne? Ah doch, das ging jetzt. Aber man kommt nicht da rein. Wie kommt man da rein? Wenn man runterfällt, macht's Aua, ne? Ja. Das ist nicht gut. So, ich habe mich erstmal wieder gestärkt. Ich habe gar nichts mehr. Gleich essen alle, trinken alle. Trinken habe ich noch. Und eine Kartoffel. Oh oh, Kampfmelodie. Wo bist du lang gelaufen? Nur ein Stück um das Ding herum, um zu gucken, ob man da irgendwie reinkommt. Ich bin hungrig, ich muss was zu essen finden. Komm zu mir, ich gebe dir mein Essen. Ich bin relativ satt. Beim Bagger, Treffpunkt beim Bagger. Treffpunkt Bagger. Ich kann ja nichts. Es muss doch irgendwie was zum Abwerfen gehen. Nee. Ich habe kein Essen, ich habe nur Trinken. Kann man nicht dem anderen irgendwas ins Inventar schieben? Ich weiß es nicht. Sollen wir erst heimpaddeln wieder und dann... Ich gehe noch zu dieser Hütte da drüben, da könnte Essen drin sein. Und wenn da was ist, lasse ich es dir einfach. Aber Fight Music läuft hier. Hier ist Gummi. Und oben... Snacks. Da vorne ist noch ein... Ah doch, hier ist was, warte mal. Nee, Munition. Ich habe jede Menge Waffen und Munition gefunden. Du kannst doch das Auto da abchecken, da ist auch ab und zu Essen drin. Oh, da oben steht einer. Wir gehen direkt auf den Typen zu. Siehst du den rechts auf der Brückenleiterdienste? Und es wird kalt. Und es wird kalt, es wird dunkel. Ja, wir gehen zurück. Lass zurückfahren. Ich hole gerade das Auto, da ist nix. Oh! Er hat mich abgeknallt, ja. Alter, die sind heftig hier, die Jungs. Die sind krass drauf, Junge. Die, na gut, wir brauchen Erlösungsdinger. Die ewige Erlösung halt, ne? Ja. Aber ich habe Waffenteile, also wir können wahrscheinlich für die nächste Folge Schusswaffen bauen. Ich habe ganz gut Kram gelootet. Oh, gut, nice. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, damit wir uns Waffen bauen können. Denn nur mit euren Bewertungen und mit euren Kommentaren können wir uns schwere Essen Vernichtungswaffen kaufen. Und essen. Und schwere bis Vernichtungswaffen. Das ist super wichtig, man braucht schwere Vernichtungswaffen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.